Dann hallo und herzlich willkommen hier zum Podium im Südblock am Kotti, historischer Ort für Mieterinnenkämpfe. Also schon in den 80ern ging es ja hier sehr erfolgreich gegen die Flächensanierung und viele kennen den Ort auch über Kotti & Co., die sich ja hier schon seit 2011, glaube ich, mit der Deutschen Wohnen umgestritten haben, auch erfolgreich umgestritten haben. Die sind ja dann in so einem großen Blockverkauf präventiv erworben worden, haben dazu auch gesagt, dass sie das einerseits natürlich toll finden, von der Deutschen Wohnen weg zu sein, dass sie andererseits aber den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen weiter unterstützen. Denn es wäre natürlich schön, erstens, wenn es die Vergesellschaftung für alle Betroffenen gäbe und zweitens, wenn das dann mit der entsprechenden demokratischen Verwaltungsstruktur verbunden wäre, die sich der Volksentscheid vorstellt. In diesem Sinne ist das, glaube ich, hier und heute ein super Ort und super Anlass, um über Vergesellschaftung zu sprechen. Und das Ganze noch mit zwei Vorzeichen. Sozusagen das eine Vorzeichen ist, die Kommission, die ja vom Senat eingesetzt wurde für dieses Thema, hat einen Zwischenbericht im Dezember veröffentlicht, über den wir ein bisschen sprechen können. Und es gibt eine Wiederholungswahl in Berlin, die ansteht. Auch das brennt natürlich vielen unter den Nägeln. Und wir haben dazu, glaube ich, ein tolles Podium zusammengestellt. Ich habe hier direkt zu meiner Linken Isabel Feichtner, die in der Kommission sitzt. Jetzt muss ich von meinem Spickzettel, dass ich es nicht falsch sage, ablesen. Sie ist Professorin für öffentliches Recht und Wirtschaftsvölkerrecht an der Uni Würzburg. Und genau, uns heute vielleicht aus der Kommissionsarbeit und zum Zwischenbericht ein paar Sachen sagen. Elif Erab ist Abgeordnete für die Linksfraktion, ist zusammen mit Niklas Schenker zuständig für das Thema Deutsche Wohnen und Eigene für den Volksentscheid und ist Juristin. Also auch da bin ich heute sehr gespannt, wie wir den Zwischenbericht und die damit verbundenen Themen auseinandernehmen. Und dann haben wir von Deutsche Wohnen und Eigenen Felix und Banner da, die beide hier in der Ecke in den Kiez-Teams aktiv sind. Banner ist auch noch Autorin nebenbei, habe ich gehört, Journalistin. Genau, und ich freue mich, dass wir da eine tolle Runde haben heute. Mein Name ist Kasper Metzko, ich bin Stadtforscher, ich bin auch assoziiert sowohl mit der Initiative als auch mit der Linkspartei und ich freue mich, dass wir jetzt hier gleich so mit der Kamera zusammen eine Stunde ungefähr diskutieren und Podium machen und dann werden wir die Kamera ausschalten und unter uns die Fragen klären, die es noch gibt. Danach ist jetzt vielleicht für die Menschen von Endgeräten nicht so super wichtig, aber für die, die hier sind, schauen wir noch zusammen den Superfilm Star Going Purple, der sich ja auch mit dem Weg zum Volksentscheid eigentlich befasst. Ich würde jetzt einfach mal direkt ins Thema reinspringen und würde mit Isabel anfangen. Schön, dass du hier bist. Und vielleicht kannst du uns einfach zu diesem Zwischenbericht, den ich gerade erwähnt habe, mal so ein bisschen deine zentralen Punkte oder Highlights geben, was da so drin steht. Ja, gerne. Okay. Also erstmal vielleicht zur Information. Die Kommission hat eine Webseite, da ist der Zwischenbericht veröffentlicht, den kann man da runterladen und lesen. Der hat 13 Seiten, glaube ich, also ist nicht so umfangreich. Ja, meine Highlights, also der Bericht ist jetzt nicht fürchterlich aufregend, aber ich dachte, ich sage vielleicht mal, was in der Kommission bis heute relativ unstrittig ist und welche Fragen noch offen sind. Vielleicht fange ich da mal an. Das, also ja, Einigkeit besteht darüber, dass das Land die Kompetenz hat zur Vergesellschaftung von Grundstücken in Berlin, dass sich die Vergesellschaftung auf Grund und Boden richtet, also nicht Unternehmen vergesellschaftet werden, sondern Grund und Boden. Das hat dann auch mit der Kompetenz zu tun, dass es eben sehr viel einfacher ist, Grund und Boden, der in Berlin belegen ist, zu vergesellschaften als Unternehmen, die eventuell ja auch ihren Sitz außerhalb Berlins haben könnten. Das steht ja auch so in Artikel 15 Grundgesetz drin, also der Rechtsgrundlage für eine Vergesellschaftung, dass dieser Grund und Boden dann in Gemeineigentum überführt
wird zum Zwecke der Vergesellschaftung. Und Gemeineigentum ist eine Form der Gemeinwirtschaft. Und diese gemeinwirtschaftliche Verwaltung oder Bewirtschaftung der vergesellschafteten Wohnungen muss dann auch dauerhaft gesichert werden. Also kann ich dann vergesellschaftet werden und dann doch wieder zur Gewinngenerierung oder so genutzt werden. Was ist strittig? Strittig ist in der Kommission, ob, also Artikel 15 sagt, es kann vergesellschaftet werden, es kann Privateigentum in Gemeineigentum überführt werden zum Zwecke der Vergesellschaftung. Also Artikel 15 legt selbst den Zweck fest der Überführung in Gemeineigentum, nämlich die Vergesellschaftung. Es ist aber umstritten, ob über diesen Zweck hinaus der Vergesellschaftung noch weitere Gemeinwohlzwecke verfolgt werden müssen. Wir sehen natürlich auch alle in der Kommission, und das geht ja auch hervor aus allen Dokumenten der Initiative, dass ein ganzes Bündel von Zwecken verfolgt wird. Aber die Frage ist eben, ob das auch eine verfassungsrechtliche Anforderung ist, dass über die Vergesellschaftung hinaus noch weitere Zwecke verfolgt werden müssen. Und damit zusammenhängt dann auch die Frage, ob die Vergesellschaftung danach beurteilt werden muss, ob sie verhältnismäßig ist. Ist auch, würde ich sagen, ziemlich also ein Punkt, wo die Meinungen auseinandergehen in der Kommission. Und dann schließlich ist auch noch nicht ausdiskutiert in der Kommission, aber ich denke, es lässt, also ich kann sagen, dass da auch keine Einigkeit besteht über die Frage des Maßstabs der Entschädigung. Also Artikel 15 bestimmt das oder verweist auf Artikel 14, das Vergesellschaftungsgesetz muss Art und Ausmaß der Entschädigung regeln. Und was der Maßstab für diese Entschädigung ist, das ist noch nicht ausdiskutiert. Da besteht keine Einigkeit, ob also vom Verkehrswert ausgegangen wird oder ob es eine Billigkeitsentschädigung ist, wie da der Maßstab zu beurteilen ist. Aber ich denke, das werden wir nachher auch noch weiter vertiefen. Vielleicht belasse ich es erstmal dabei. Genau, vielen Dank für den schon mal breiten Überblick. Ich habe noch eine Frage, die ich tatsächlich auch noch nicht verstanden habe. Und zwar gab es ja im Vorfeld große Sorge, dass man sich an irgendwelchen Investitionsschutzabkommen und europarechtlichen Fragen stoßen könnte. Jetzt habe ich den Bericht so gelesen, dass das kein Problem ist. Kannst du da einmal drauf eingehen, erklärend? Ja, also vielleicht ganz kurz zum Europarecht. Da haben unsere Diskussion bisher ergeben. Das ist aber wohl auch eher ein vorläufiges Ergebnis, dass der Schutz, den das EU-Recht dem Eigentum an Wohnungen und wohnende Immobilien gewährt, wohl nicht über das hinausgeht, was auch durch die Verfassung gewährleistet ist. Interessant für mich als Wirtschaftsvölkerrechtlerin ist das Investitionsschutzrecht. Da hatte ich, muss ich sagen, auch anfangs größere Bedenken, ob es da nicht zu Investorenklagen kommen könnte auf große Summen von Schadensersatz. Das sehe ich nicht mehr so problematisch aus unterschiedlichen Gründen. Also damit Investoren klagen können, braucht es erstmal eine Klagebefugnis. Solche Klagebefugnisse finden sich zum Beispiel in bilateralen Investitionsschutzabkommen. Und problematisch waren da vor allem die sogenannten Intra-EU-BITs, also bilaterale Investitionsschutzabkommen, die Deutschland mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgeschlossen hat. Da gab es eine ganze Reihe. Das ist jetzt aber gar kein Problem mehr, weil es wurde ein Abkommen abgeschlossen, wonach diese Intra-EU-Bits aufgehoben wurden und auch die sogenannten Sunset Clauses, das kennen Sie vielleicht aus der Diskussion um den Energiekarte-Vertrag, die haben auch ihre Wirksamkeit damit verloren. Also, das heißt, ein Unternehmen, was einen Sitz in einem anderen europäischen Mitgliedstaat hat und Investitionen in Wohnimmobilien hat in Berlin, kann sich nicht auf einen Intra-EU-Bit stützen und daraus eine Klagebefugnis ableiten. Es ist natürlich denkbar, dass kanadische Unternehmen oder so sich in Zukunft vielleicht auf CETA stützen können. Dazu ist aber zu sagen, dass im Moment CETA, also das regionale Handelsabkommen zwischen Kanada und der EU, nur vorläufig angewandt wird, weil noch nicht alle EU-Mitgliedstaaten ratifiziert haben und von dieser vorläufigen Anwendung auch die Vorschriften über Investoren Klagen nicht erfasst sind.
Soll ich noch weiter ausführen? Weil das ist eigentlich nur der erste Teil, die Klagebefugnis. Also man, die erste Hürde ist erstmal eine Klagebefugnis, aber eigentlich geht es ja um die Enteignung. Genau, wenn du, ich würde sagen, entweder kurz oder wir nehmen es nachher in Fragen nochmal auf, dass alle gleich erstmal geregelt haben. Okay, vielleicht ganz kurz. Ne? Ja, nur zu Ende bringen, dann verstehen wir uns, glaube ich, besser. Ja, also zunächst erstmal das internationale Investitionsschutzrecht verbietet Enteignung nicht, gibt aber vor, dass Enteignung nur gegen Entschädigung erfolgen dürfen. Jetzt die Frage, und es unterscheidet zwischen direkten Enteignungen und indirekten Enteignungen. Eine direkte Enteignung ist, wenn wirklich formal der Eigentumstitel übergeht von zum Beispiel einem Unternehmen auf den Staat. Und das haben wir eigentlich in den seltensten Fällen bei der Vergesellschaftung. Also da ist es so, dass das Wohnungseigentum formal bei Objektgesellschaften liegt und diese Objektgesellschaften sind in der Regel keine ausländischen Gesellschaften. Also direkt wird das Eigentum bei einer Gesellschaft erzogen, die ihren Sitz in Deutschland hat, eine deutsche Gesellschaft ist. Es kommt also allenfalls die indirekte Enteignung in Betracht. Und von der indirekten Enteignung geht man auch nur dann aus, wenn wirklich die wirtschaftliche Substanz komplett entzogen wird der Investition. Wenn das jetzt aber Unternehmen sind, die Portfolios haben, in denen Immobilien sind, Anteile haben an Unternehmen, die Immobilien halten, dann werden diese Anteile, diese Assets weniger wert, eventuell durch die Vergesellschaftung, ihnen wird aber nicht komplett die wirtschaftliche Substanz entzogen, sodass wir in der Regel auch keine indirekte Enteignung haben. So sehe ich das bisher. Okay, vielen Dank für diese Einsicht, die wir, glaube ich, nicht gehabt hätten, wenn du hier nicht in dieser Expertise sitzen würdest, wenn wir uns das selber hätten zusammenkratzen müssen aus dem Zwischenbericht. Ich würde jetzt an Elif weitergehen. Du bist ja sozusagen die Gastgeberin, die Einladende. Erstmal vielen Dank, dass wir hier, sitzen können heute mit dir. Und vielleicht dann die Frage, wie bewertest du die Ergebnisse rechtlich? Und ist das vielleicht, du musst ja sozusagen auch politisch damit umgehen, ist das eine politische Hilfe, dass der Bericht jetzt so draußen ist? Ja, ist richtig. Ne? Also erstmal vielen Dank, dass ihr alle hier gekommen seid und auch an die ZuschauerInnen, damit wir weiterkommen bei diesem wichtigen Thema und auch Öffentlichkeit schaffen können. Ja, wie bewerte ich den Bericht? Also ich habe mich ehrlich gesagt, also wir hätten ja als Linke diese Expertinnenkommission in dem Sinne nicht gebraucht. Wir hätten das natürlich wichtiger gefunden, wenn wir sofort uns für eine Umsetzung entschieden hätten und dann hätten ja auch Expertinnen sozusagen daran mitgearbeitet und wir hätten natürlich externe Expertise eingeholt. Wir haben uns damit aber nicht durchsetzen können. Insofern ist diese vom Senat eingesetzte Kommission und da gab es ja auch zum Teil viel Kritik oder gibt es auch noch an mangelnder Transparenz und ich habe auch damals als Landesvorstandsmitglied selber einen Beschluss erwirkt, wo eben bestimmte Punkte, also auch beispielsweise das Informationsinteresse der Initiative, die ja diesen Volksentscheid, so muss man sagen, gewonnen hat, gemeinsam mit fast 60% der BerlinerInnen berücksichtigt wird, Öffentlichkeit und viele andere Punkte. Trotzdem habe ich jetzt, als ich den Zwischenbericht gelesen habe, und ich habe ihn wirklich massiv durchgearbeitet, mich doch sehr gefreut insgesamt, weil so einige rechtliche Nebelkerzen sich eigentlich so ein bisschen Luft aufgelöst haben. An vielen Stellen ist er noch vorläufig, aber was er doch klar sagt, weil das war ja ein großer Angriffspunkt sozusagen der KritikerInnen von dem Volksentscheid, also auch in Reihen der SPD, aber auch sonst, dass die Landeskompetenz beispielsweise nicht gegeben sei. Und da bin ich echt sehr froh, dass die Kommission da eigentlich ganz eindeutig gesagt hat, dass wir als Land die Kompetenz haben, diese Vergesellschaftung nach Artikel 15 so vorzunehmen und ein Vergesellschaftungsgesetz zu erarbeiten. Und eine andere rechtliche Nebelkerze, sage ich mal, war auch noch die Berliner Landesverfassung. Das wird auch noch weiter diskutiert in der Kommission, habe ich gelesen. Aber ich sehe da schon eine klare Tendenz, dass man sagt, naja, also weil da jetzt nicht Artikel 15 1:1 drin steht, heißt das irgendwie nicht, dass Vergesellschaftung in Berlin nicht möglich ist, sondern der Schutz des Eigentums kann allenfalls so weit gehen, wie er im Grundgesetz auch gewährleistet ist. Und es gibt ja auch noch verschiedene Diskussionen, dann kann man in den Artikel, der hier Enteignungen vorsieht in der Berliner Verfassung, kann man darüber auch sagen, Artikel 15 ist hier anwendbar. Also da gibt es noch rechtliche Details, die man besprechen kann, aber aus meiner Sicht hat sich eine weitere rechtliche Nebelkerze sozusagen erübrigt, was ich gut finde, weil es wird immer weiter herausgearbeitet. Es ist vor allem eine politische Frage und
alles, was jetzt aus dem Zwischenbericht kommt, da sind zwar noch Fragen offen und diskutiert werden, aber es ist doch eher eine Frage des politischen Willens und nicht, ob das rechtlich unmöglich ist. Und das betrifft auch, aber da kommen wir später noch zu der Entschädigungsfrage. Da haben wir ja auch die Einschätzung, aber ich glaube, da sagen wir später noch was zu. Ne? Aber da sehen wir ja als Linksfraktion zumindest auch die überdimensionierte Einschätzung des Senats sehr kritisch. Und da hat sich aus dem Zwischenbericht und auch aus der Anhörung, die jetzt letztes Mal war, doch gezeigt, dass man auch deutlich unter dem Verkehrswert, also Marktwert, vergesellschaften kann. Und das finde ich ein klares Zeichen, und dass eben eine Vergesellschaftung nicht verunmöglicht werden darf durch diese Entschädigungsfrage. Das ist jetzt vielleicht schon zu viel, aber was ich sagen will, wie wir politisch damit arbeiten, also wir können jetzt sagen, ja, wir haben von Anfang an gesagt, wir haben die Landeskompetenz, es ist vor allem eine politische Frage und aus meiner Sicht hat der Zwischenbericht uns da weitgehend recht gegeben. Insofern kann ich mit dem sehr gut politisch arbeiten und sagen, so, jetzt geht es darum, dass wir das auch umsetzen. Klar kommt noch ein Endbericht, aber ich mache mir schon positive Hoffnung darauf, dass da was Ähnliches rauskommt und die Fragen auch geklärt werden und wir dann in die Umsetzung kommen. Vielleicht erstmal so weit. Ja, danke, Elif. Dann würde ich jetzt weiterspielen an Felix und Banner. Oder ich Banner einfach mal zuerst fragen, ihr kommt gleich, glaube ich, beide dran. Erstmal natürlich danke, dass ihr da seid. Ohne die Initiative würden wir hier nicht sitzen. Wäre dieser ganze Volksentscheid, dieses große Projekt Vergesellschaftung, vielleicht irgendein Traum oder ein Nischenthema, was in irgendwelchen Seminaren diskutiert wird. Jetzt ist es eine Realität, die sich sozusagen gegen große Hürden und gegen Widerstände, aber doch Stück für Stück immer weiter manifestiert. Und genau, Banner, ich würde mit dir anfangen und vielleicht auch von dir nochmal, was ist denn so die Gesamteinschätzung von der Initiative zu diesem Zwischenbericht und vielleicht auch, wo muss noch weitergearbeitet werden damit? Also die Gesamteinschätzung von der Initiative ist, wir haben uns ja total gefreut. Es gibt keinen Social Media Post nach dem 26. September, der so oft geteilt worden ist. Wir haben selten so viel Rückmeldung bekommen. Auch bundesweit, weil grünes Licht erstmal im Zwischenbericht total gut ist. Also wir waren jetzt nicht besonders überrascht, ehrlich gesagt. Also ich war nicht überrascht, kann ich für alle sprechen. Aber es gilt halt trotzdem weiter zu kämpfen. Ne? Also gerade wenn man sich die öffentlichen Statements der PolitikerInnen jetzt so im Wahlkampf angeguckt hat bisher, was Frau Giffey da vor ein paar Tagen gesagt hat, was Herr Geisel so von sich gibt, das sind dann so Momente, wo man denkt, naja, der politische Kampf ist auf jeden Fall noch nicht gewonnen. Und im Juristischen, da sitzen die Expertinnen dran und das sind wir sehr wohlwollend, da schauen wir da auf jeden Fall drauf. Du hast, glaube ich, gefragt, woran wir noch so ein bisschen arbeiten müssen, an der Entschädigungshöhe. Mhm. Da werden wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, aber das ist Dreh- und Angelpunkt. Genau, weil das, was du gerade gesagt hast, Nebelkerzen, das ist uns ja auch ständig begegnet, das Argument. Dieses, dürfen keine Klatsche vom Bundesverfassungsgericht uns nochmal erlauben. Das haben wir jetzt aus dem Weg geräumt. Genau, zur Entschädigungshöhe haben wir, glaube ich, gleich noch einen Punkt. Eine Sache, die ich vielleicht noch, die gar nicht so groß diskutiert wurde, aber die ich total interessant und schön fand, war, dass ja gesagt wurde, dass euer AOR-Modell eigentlich die richtige Wahl ist. Vielleicht kannst du in ein paar Worten sagen, was ist das und warum braucht man das? Das funktioniert wieder. Das AOR-Modell, das verkörpert eigentlich den kompletten Gedanken der Demokratie und der Beteiligung der Mieterinnen in dieser Stadt. Also wir haben ein Instrument quasi uns ausgesucht, das überhaupt ermöglicht, dass unser eins da mit drin sitzt, dass wir hier keine Fachexperten in den Gremien haben, sondern aus den verschiedenen Bezirken heraus sich dann so Räte im Prinzip bilden, die dann gemeinsam basisdemokratisch entscheiden und im Gegensatz zu einer Genossenschaft eben nicht nur über dieses eine Haus entscheiden, sondern über die gesamte Stadt mitentscheiden. Und das war ja immer unser Slogan, wir holen uns die Stadt zurück und damit Berlin unser Zuhause bleibt. Und deswegen ist die AÖR als solches auch einfach genau das richtige Modell. Voll schön zu hören, dass die Expertinnen das auch so sehen. Vielen Dank. Dann ist jetzt Felix auch mal dran. Wir haben jetzt sozusagen über die positive Beurteilung gesprochen. Ja, check.
Jetzt kommt natürlich aber die Frage, wir haben schon gehört, es gibt auch Leute, die noch nicht von der Gefährdungswirtschaftung überzeugt sind. Wir können es auch gar nicht so richtig nachvollziehen, aber vielleicht die Frage, was siehst du noch für Hürden kommen jetzt? Und vielleicht auch, was für Ansätze, die aus dem Weg zu räumen? Also zu den Hürden hat Bana, glaube ich, schon das Wesentliche gesagt. Das ist in erster Linie einfach der rot-rot-grüne Senat und darin insbesondere natürlich die SPD und die Grünen, beziehungsweise zumindest, um es noch ein bisschen vorsichtiger zu sagen, die Parteiführung dieser beiden Parteien. Selbst die SPD, von der wir ja wissen, dass sie für die Vergesellschaftung jetzt in den letzten anderthalb Jahren seit Senatsübernahme nicht viel gemacht hat. Selbst die SPD-Basis hat sich bei einem Parteitag, wann war das nochmal, Warner? Im Juni, dazu durchgerungen zu sagen, wenn die Expertinnenkommission, über die wir ja gerade gesprochen haben, ein günstiges Votum abgibt, dann gilt das, ist das verbindlich für die SPD. Und jetzt sagt Giffey, also die amtierende Bürgermeisterin, dass es mit ihrem Amtszeit aber nicht vereinbar wäre. Also da ist einfach ein Clash zwischen Parteiführung und Basis, was dazu führt, dass der Senat halt nichts macht, jetzt mal salopp gesagt. Und das ist eine wahnsinnige Hürde. Wir zählen also innerhalb von diesem Senat auf die Unterstützung von der Linken natürlich, von denen wir uns erhoffen, dass sie uns auch unterstützen, was diese Grundbuchabfragen angeht. Ich glaube, da kannst du vielleicht nachher noch was zu sagen, Elif. Also um überhaupt erstmal zu bestimmen, welche sind denn die Enteignungskandidaten, also die Firmen, Unternehmen, die über 3000 Wohnungen in dieser Stadt besitzen und die dann enteignet oder deren Bestände dann vergesellschaftet werden sollen. Und ansonsten erwarten wir uns von der Linkspartei jetzt speziell, von der ich schon sagen würde, sie ist die einzige Partei oder Fraktion im Abgeordnetenhaus, die ernsthaft den Volksentscheid bisher unterstützt hat, generell ein bestimmtes Auftreten im Wahlkampf, das gesagt wird, 60% der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt haben den Volksentscheid, für den Volksentscheid abgestimmt. Es kann nicht sein und Punkt, dass das nach anderthalb Jahren immer noch nicht umgesetzt wurde. Also dazu einfach ganz klar zu stehen und auch in den Koalitionsverhandlungen das halt verbindlich umzusetzen, anders als es jetzt bisher war. Habe ich damit die Frage beantwortet? Ja, und mein mentaler Merkzettel füllt sich auch weiter. Also wir haben die Entschädigungssumme, über die wir reden müssen, und wir müssen gleich nochmal über das Liegenschaften sprechen. Und vielleicht haben wir aber, Felix, solange du das Mikrofon eh noch in der Hand hast, kurz mit der Entschädigungssumme an, denn die Initiative hat da ja einen Vorschlag, wie das aussehen könnte. Ne? Ja, genau. Also generell ist zu sagen, bei der Entschädigungssumme gibt es einen sehr, sehr großen rechtlichen und politischen Spielraum. Also es kann alles zwischen einem symbolischen Euro auf der unteren Seite und andererseits dem vollen Marktwert der ganzen Wohnungen, der laut Senat und diversen Expertinnen bei ungefähr 36 Milliarden Euro liegt, in Frage kommen. Also irgendwas zwischen 1 Euro und 36 Milliarden. Der Senat selber sagt schon, 36 Milliarden sind zu viel und hat sich auf 29 Milliarden sozusagen selbst runtergehandelt. Und wir von Deutsche Wohnen eignen oder beziehungsweise eine Arbeitsgruppe innerhalb der Kampagne, wie auch immer, hat das sogenannte faire Mietmodell ausgerechnet. Das beruht im Prinzip darauf, wenn jemand an der Armutsgrenze lebt von ungefähr 1.300 Euro netto im Monat, soll diese Person trotzdem noch nicht mehr als ein Drittel ihres Einkommens für die Miete zahlen müssen bei einer durchschnittlichen Wohnungsgröße. Und wenn man dann aufrechnet, dass trotzdem das Ganze haushaltsneutral sein soll, also nur über die Mieteinnahmen die ganze Vergesellschaftung finanziert wird, kann man berechnen, dass 8 Milliarden eine faire Entschädigungssumme wären. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie rübergekommen.
Genau, also ein Drittel von einem Einkommen auf der Armutsgrenze und darauf auf der Grundlage berechnet 8 Milliarden Entschädigungssumme. Genau. Und das ist grob gesagt dieses Modell, was wir vorschlagen. Natürlich wäre jetzt auch niemand von uns böse, wenn es 1 Euro wird, und es wäre wahrscheinlich auch niemand böse, wenn wir noch Geld dafür bekommen würden. Aber ja, genau, lasst uns schauen. Ja, vielen Dank. Total spannend, ne? Denn man hat ja eigentlich immer dieses Dreieck von Mieterinnen und privaten Gewinninteressen und dem Staat. Und normalerweise ziehen vor allen Dingen die Mieterinnen den Kürzeren bei solchen Modellen, und man schaut irgendwie, dass die Privaten ihre Gewinninteressen berücksichtigt kriegen. Und euer Modell schaut jetzt aber zuerst mal eigentlich, was können sich die Leute leisten, dann was ist haushaltsneutral, naja, und das, was dann übrig bleibt, ist ja immer noch eine saftige Entschädigung, muss man ja auch sagen. Ne? Jetzt würde ich zu Hilfe weiterspielen. Meine nächste Frage wäre nämlich auch gewesen, woran tüftelt ihr gerade? Jetzt sind diese Grundbuchdaten ins Spiel gekommen. Vielleicht kannst du da kurz mal erzählen, was das Thema ist da oder was das Problem ist. Ja, genau. Die Expertinnenkommission hatte ja angefragt, dass die Daten benötigt werden, weil die werden auch ganz dringend benötigt, weil sonst, wir wissen ja de facto gar nicht, welche Unternehmen vielleicht, von denen wir jetzt noch nicht wissen, auch 3000 Wohnungen haben. Das heißt, wie und wo diese Wohnungen sind, auf welchen Grundstücken und so weiter. Wir brauchen im Prinzip, also um zur Umsetzung des Volksentscheids und zur Beurteilung, wie man dieses Gesetz schreibt und um wie viele Wohnungen es letztendlich geht, die im Gemeineigentum überführt werden sollen, braucht man diese Daten. Und da hat die Expertinnenkommission angefragt, diese Grundbuchdaten haben zu können. Und wir stellen da ja auch die Justizverwaltung. Das Problem ist, dass in der Grundbuchordnung es zwei Hürden gibt, und wovon ich denke, die eine wäre leichter zu nehmen als die andere. Die eine Hürde ist, da ist immer von Einzelabfragen die Rede. Also es geht immer darum, dass es um einzelne Grundstücksangaben geht und nicht darum, sozusagen eine Generalabfrage oder einen Datenabgleich, also wer hat wie 3000 Wohnungen und genau welche Grundstücke, in welcher Größe und so weiter. Also, dass man so einen Datenabgleich oder eine Gesamtherausgabe, dass das schwierig ist, das ist die eine Hürde, und die andere ist das berechtigte Interesse. Das, glaube ich, kann man aber begründen hier. Und da gab es mal eine Entscheidung, da hat meine frühere Kreuzberger Abgeordnete Gabi Gottwald geklagt, weil sie die Daten haben wollte. Und da hat das Bundesverfassungsgericht leider entschieden, dass sozusagen das Informations- oder alleinige Hintergrundinteresse einer Abgeordneten nicht reicht, um dieses öffentliche Interesse zu begründen. Aber jetzt liegt der Fall aus meiner Sicht insofern völlig anders, als dass wir hier eine Expertinnenkommission haben, die der Senat beauftragt, im Vorfeld eine Erarbeitung, möglicherweise Erarbeitung eines Vergesellschaftungsgesetzes. Insofern würde ich hier sagen, dass man das öffentliche Interesse bejahen kann. Aber das Problem ist aus meiner Sicht eben, dass die bisherige Grundbuchordnung diese Art der Datenherausgabe, die jetzt hier nötig ist, nicht vorsieht und nicht dafür angelegt ist, weil es da eigentlich um Privatrechtsverkehr und Verhältnisse zwischen einzelnen Beteiligten geht, manchmal auch vielleicht mit Dritten, aber eben nicht sozusagen so eine Gesamtdatenabfrage. Das ist jetzt praktisch rechtlich auch so ein bisschen strittig oder auch zwischen der Kommission und der Verwaltung so ein bisschen strittig gewesen. Allerdings, genau, sehe ich da auch sozusagen rechtliche Probleme und der wissenschaftliche Dienst. Wir hatten dann, wobei man natürlich auch sagen muss, das ist halt auch immer eine juristische Meinung, die dort vertreten wird, aber der wissenschaftliche Dienst hatte in seinem Gutachten halt auch gesagt, dass über die Grundbuchordnung diese Datenherausgabe so nicht möglich ist. Und die Grundbuchordnung ist ein Bundesgesetz, deswegen haben wir jetzt gesagt, dann wählen wir den anderen Weg, weil es gibt ein anderes Gesetz, Berliner Vermessungsgesetz, das Liegenschaftskataster hat auch all diese Daten und auch eigentlich so, dass man die praktisch besser in so einen Datenabgleich bringen kann, also nicht so mit einzelnen Grundbuchblättern, wo das dann auch sehr praktisch, sehr kompliziert ist, da das umzusetzen, um diese Daten zu rauskriegen. Da hat aber der Senator Geisel leider auch nicht alle Daten rausgegeben. Immerhin wurden jetzt aber mal Daten herausgegeben an die Kommission von den Unternehmen, wo wir wissen, und die wir benennen konnten und die Initiative auch schon lange benannt hat und die Kommission benennen konnte, diese Daten rausgeben. Aber das kann immer noch sein,
dass es eben weitere Unternehmen gibt, die auch 3000 Wohnungen haben. Und deswegen braucht es eben diesen Gesamtdatenabgleich, sage ich jetzt mal. Und da bin ich eigentlich der Meinung, dass das Gesetz viel offener formuliert ist als die Grundbuchordnung, weil auch beispielsweise Thüringen hat viel mehr Daten herausgegeben und die haben eine ähnliche Formulierung im Gesetz, was das Liegenschaftskataster betrifft. Da aber jetzt sich der Nicht-Bausenator Geisel weigert, die Daten herauszugeben, haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen als Linke einen Antrag, den werden wir am Dienstag beschließen und der Koalition vorlegen, dass wir das Gesetz ändern wollen und eine rechtliche Klarstellung zum öffentlichen Interesse haben wollen, dass eben klar hier abgedeckt sein muss, die Datenherausgabe an die ExpertInnen-Kommission und dass wir wollen, dass es eben diese generell, dass alle Daten freigegeben werden können, wirklich alle Daten, um das wirklich auch genau prüfen zu können, was da sich vielleicht noch versteckt, weil manche Sachen sind auch nur durch Zufall dann irgendwie rausgekommen und da müssen wir uns dann sicher sein, dass wir auch alle drin haben. Und wir wissen natürlich noch nicht, ob wir das jetzt vor der Wahl so durchkriegen, wir versuchen es. Und unser Argument wird auch immer sein, Wohnungs- und Mietenkataster, das will ja auch die SPD, zumindest hat sie das mal gesagt. Und für so ein Kataster bräuchten wir ja auch all diese Daten. Deswegen wäre das doch eine total gute Vorarbeit für diesen Plan, dem mehr Transparenz und Eigentümerstrukturen offen zu legen. Genau da sitzen wir dran und dann sitzen wir auch noch an ein paar anderen Sachen, aber vielleicht kommen wir da jetzt gleich noch zu. Und das Wichtigste ist natürlich, dass wir jetzt in den Koalitionsverhandlungen, so habe ich es ja auch bei der Wahlhilfe angegeben, es ist nicht eine Frage erst nach dem Endbericht, sondern schon eine Frage jetzt in den Koalitionsverhandlungen wieder, muss das Thema Umsetzung auf den Tisch und wir müssen dafür kämpfen. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob der Unterschied so groß ist, wer jetzt genau im Roten Rathaus sitzt, sage ich mal. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir da stark sind, weil wir eben diejenigen sind, die jetzt sehr konsequent selber ja Unterschriften gesammelt haben und für uns die Vergesellschaftung ein Herzensthema, was uns ja auch gerade rausgekommen ist, das sind auch so Sachen, wo wir mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammenarbeiten, die ja klar gesagt hat, Vergesellschaftung drückt die Mieten und zwar im Schnitt 16%, aber das heißt nicht bei allen 16%, sondern das ist der Schnitt. Es gibt für manche Menschen würden sich die Mieten um 200 Euro vergünstigen im Monat und das ist gerade, wenn man in prekären Verhältnissen lebt, echt eine Menge Geld. Und das wirkt sich nicht nur auf diejenigen aus, die in diesen Wohnungen wohnen, sondern eben drückt über die ortsübliche Vergleichsmiete, den Mietenspiegel, dann auch gesamtlangfristig die Mieten und führt auch dazu, dass man beispielsweise in den Innenstädten, wo ja so eine schlimme Gentrifizierung stattgefunden hat und sehr viele sozial benachteiligte Personen, Einkommensschwache an den Stadträndern verdrängt werden, dass das gesichert wird, dass sie auch in der Innenstadt leben und wir es nicht irgendwann wie in London oder Paris haben, praktisch nur noch die Reichen sich die Innenstadt leisten können. Deswegen ist die Vergesellschaftung aus ganz vielen Dingen sehr wichtig und das ist auch ein Thema, wo wir dran arbeiten, sozusagen weiter die Argumente zu generieren, warum das ein so wichtiger Baustein oder zentrale Baustein in diesem Instrumentenmix für günstige Mieten ist. Vielen Dank. Ja, das sind viele wichtige Themen und ich fand auch die Brücke zum Mietenkataster ganz cool, denn es fordert ja, glaube ich, mittlerweile selbst die CDU. Also die hatte ihr großes Programm vorgestellt, dass sie jetzt auch als Mieterinnenpartei zumindest wahrgenommen werden möchte, auch wenn sie es nicht sind. Und ich glaube, dieser Punkt, dass wir eine gewisse Transparenz brauchen, um überhaupt bei diesen wahnsinnigen Dingen, die da stattfinden auf dem Wohnungsmarkt und im Immobilienmarkt, überhaupt irgendwas tun zu können, brauchen wir erstmal diese Einblicke. Es ist sozusagen die Vergesellschaftung ist ein guter und wichtiger Grund, so ein Kataster zu machen oder überhaupt erstmal Daten zu öffnen, aber es ist nicht der einzige. Und der Professor Thiel hat ja in der Anhörung, glaube ich, auch von einem Vergesellschaftungskataster gesprochen, was er eigentlich noch für seine Bewertungsmethode haben will, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück. Isabel, du warst jetzt lange nicht dran. Jetzt gab es viele, viele Themen, die mit besprochen wurden, also Grundbuchdaten, die AOR, die Entschädigungshöhe. Wenn dir dazu noch was unter den Nägeln brennt, wenn du noch Kommentare hast, gerne jetzt. Okay. Vielleicht kurz zur AÖR. Also da sagt der Zwischenbericht bisher nur, dass die AÖR auf jeden Fall eine geeignete Trägerin wäre dann des Vergesellschaftungs. Wohneigentums.
Wir werden uns aber noch näher mit dem Modell beschäftigen und am 22. Februar auch eine Anhörung zur Frage, wie eigentlich dieser Begriff der Gemeinwirtschaft zu konkretisieren ist, durchführen. Zu den Grundbuchdaten bzw. den Daten aus diesem Querschnittsliegenschaftskataster. Also das begrüßen wir natürlich sehr, wenn da uns die Daten zur Verfügung gestellt werden. Wir sind eigentlich der Meinung, dass das im Moment sowohl die Grundbuchordnung als auch das Berliner Vermessungsgesetz eigentlich hergeben müssten, dass uns als einer vom Senat mandatierten Stelle mit dementsprechend einem berechtigten Interesse auch wirklich alle Daten zur Verfügung gestellt werden über die inkorporierten Eigentümer von Grundstücken mit einer Wohnbebauung. Also insofern ist es ein bisschen eingegrenzt, aber natürlich, das sind große Datensätze und vielleicht ist dazu aber auch noch anzumerken, dass das ja auch nur der erste Schritt ist, weil da dann eben nicht unbedingt die Vonovia als Eigentümerin eingetragen ist, sondern die Objektgesellschaft. Also dann fangen auch erstmal die Recherchen an, von da dann rückzuschließen auf die höher liegenden Muttergesellschaften oder so, denen wir dann die Grundstücke zuordnen müssen, um dann festzustellen, dass ein bestimmtes Unternehmen 3000 oder mehr Wohnimmobilien hat. Aber wie gesagt, das wäre wichtig und ein bisschen was geht aber ja auch in die richtige Richtung, eben mit den Änderung des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes 2 und perspektivisch eben auch diese Idee, vielleicht das Grundbuch um eine Spalte zu ergänzen, wo dann die wirtschaftlich Berechtigten auch eingetragen sind. Und so ein bisschen in die Richtung geht jetzt ja auch die Ergänzung zum Transparenzregister. Vielen Dank. Ja, wir hatten mal mit Christoph Trautvetter, der ja bei diesem Thema ganz tief drin ist, gab es so einen Stadtrundgang und der hat das so ein bisschen erzählt, wie irre das eigentlich ist, dass man dann im Grundbuch irgendeine Firma steht und dann sitzt die erstmal in Zypern und dann die Firma, der das gehört, sitzt auf den Cayman Islands und dann weiß eigentlich niemand, wer dahinter steht. Also da gibt es noch viel zu tun. Jetzt habe ich auch noch ich stelle immer die Fragen, die ich selber schwierig finde und wo ich Hilfe brauche. Du hattest ja vorhin schon dieses Thema der Verhältnismäßigkeitsprüfung angesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ausführen, was dazu die Debatte ist. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, hängt es ja auch ein bisschen davon ab, dass es unterschiedliche Bewertungen davon gibt, was dieser Artikel 15 ist. Ne? Ob das so eine Art erweiterte Schrankenbestimmung ist oder ob das ein eigenes, ich weiß nicht, kollektives Recht oder so ist. Vielleicht kannst du da einmal ein bisschen erklären wirken. Ja, genau. Also ich würde sagen, es gibt so drei Positionen dazu, wie man Artikel 15 verstehen kann. Die eine Position sagt, Artikel 15, also die Vergesellschaftung, ist eine Sonderform der Enteignung, die vorgesehen ist in Artikel 14 Absatz 3. Das war eine gängige Position, als das Grundgesetz noch ganz neu war. Ich habe das eigentlich so verstanden, dass die sich in der Literatur nicht durchgesetzt hat. Von Rechtsprechung kann man nicht reden, weil es gibt keine Rechtsprechung zu Artikel 15. Die zweite Position, von der man vielleicht sagen kann, das ist so die herrschende Meinung in der Literatur, die wir bisher haben, sagt, Artikel 15 ist eine besondere Eingriffsbefugnis, also eine Befugnis in das Privateigentum einzugreifen durch die Vergesellschaftung. Und dann gibt es eine dritte Position. Das ist meine Lieblingsposition. Ich finde, die kann man auch gut begründen, aber ich muss dazu sagen, dass die nicht bisher noch nicht von allen geteilt wird oder von vielen geteilt wird. Und die sieht eben Artikel 15 als Grundrecht an. Aber eben als ein besonderes Grundrecht, nicht als ein Abwehrrecht, nicht als ein individuelles Recht, sondern das Recht des demokratischen Gesetzgebers zu vergesellschaften. Und wenn der demokratische Gesetzgeber sich im Rahmen von Artikel 15 hält, dann schützt auch das Privateigentum, das Recht auf Privateigentum, was in Artikel 14 verankert ist, nicht vor Vergesellschaftung. Es ist also damit kein rechtfertigungsbedürftiger Eingriff in das Privateigentum. Und das kann man begründen, dass das eine Operationalisierung des Sozialstaatsprinzips ist, und zwar entsprechend als Verständnis ist, dass den Sozialstaat darin eigentlich vorrangig sieht, dass das Ziel sein muss, die Gesellschaft zu demokratisieren, auch materielle Gleichheit herzustellen und der Sozialstaat nicht immer nur dann eingreift, wenn es eben zu großen Missständen kommt und dann eine Umverteilung notwendig ist. Und je nachdem, welche Position
man wählt, kommt man halt zu unterschiedlichen Einschätzungen, etwa ob eine Verhältnismäßigkeitsprüfung notwendig ist, aber auch was der Maßstab sein sollte für eine Entschädigung. Wenn man der Ansicht ist, es ist ein Sonderfall der Enteignung, ist es naheliegend, den gleichen Maßstab für die Entschädigung anzusetzen wie bei einer Enteignung. Wenn man sagt, das ist schon gar kein Eingriff, kommt man auch eher zu der Schlussfolgerung, dann ist keine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen, weil die Rechtsprechung hat eben etabliert, dass in der Regel bei Grundrechtseingriffen oder immer bei Grundrechtseingriffen auch die Verhältnismäßigkeit geprüft werden muss. Also so hat das schon eine ziemliche Relevanz, wie man den Artikel 15 qualifiziert. Vielen Dank. Jetzt gucke ich mal Richtung Zeit. Ich kann noch eine Nachfrage stellen in dem Blog. Ja, darf ich. Nicht, dass wir hier unsere und euren Abend sprengen. Mich würde nämlich noch mal interessieren, wir haben ja über Entschädigung unter Marktwert gerade von der Initiative schon was gehört. Jetzt ging es in dieser Anhörung, die es kürzlich gab, sehr viel unter dem Verkehrswert. Und Isabel, ich würde dich da gleich noch mal kurz zu Rate ziehen. Warum wird sich da so dran geklammert an diesen Verkehrswert? Was ist da das Problem, sozusagen, was aufgebracht wird? Und ja, wie wirkst du da drauf? Ich weiß gar nicht, ob man sich da so daran klammert. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass es eben verschiedene Bewertungsmodelle gibt, die in der Praxis eine große Rolle spielen und die am Verkehrswert bzw. Marktwert ansetzen. Man kann wohl auch sagen, dass die Rechtsprechung bei der Enteignung nach Artikel 14 Absatz 3 bei der Entschädigung den Verkehrswert zum Ausgangspunkt nimmt, wobei da die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch ziemlich offen ist, dass man in anderen, also in bestimmten Konstellationen vielleicht auch mal einen anderen Ausgangspunkt wählen kann. Aber da würde ich eben sagen, es gibt gute Argumente bei der Vergesellschaftung nicht vom Verkehrswert auszugehen, wenn wir sagen, die Vergesellschaftung ist was anderes als die Enteignung. Und warum ist sie was anderes? Weil bei der Enteignung eigentlich nicht die Privatnützigkeit des Eigentums in Frage gestellt wird und dann soll sich eigentlich in der Entschädigung das Privateigentum fortsetzen. Also zum Beispiel der Staat will eine Autobahn bauen, versucht erst dem Eigentümer eines Grundstücks das Grundstück abzukaufen, der weigert sich aber, als letztes Mittel bleibt die Enteignung, der Staat, so würde hat Helmut Ritter mal formuliert, nimmt dann das Eigentum mit Bedauern, stellt aber nicht in Frage, dass grundsätzlich das Privateigentum hier respektiert wird und dann gibt es eben die Entschädigung, die das auch anerkennt und in der Entschädigung setzt sich das Privateigentum fort. Bei der Vergesellschaftung geht es aber um was ganz anderes. Da geht es darum, dass in einem bestimmten Sektor, also etwa der Wohnwirtschaft, man die Eigentumsordnung ändern möchte. Man möchte nicht mehr, dass Wohnungen Waren sind. Klagt, das ist alles gut bei uns. Das heißt, wir machen Abwahlkampf gegen die SPD und insbesondere Herrn Geisel. Das hat auch bis jetzt nicht viel Spaß gemacht. Ich stand in Karlsruhe schon auf der Straße. Und bisher war die Stimmung eigentlich, dass die Leute entweder nicht wählen wollen. Also die habe ich oft gehört. Und dann habe ich oft gefragt, ob wir zusammen die SPD abwählen wollen. Und dann hieß es auch, ja, die SPD, die kann man auch nicht mehr wählen. Das heißt, die Stimmung, die hat eigentlich das Ähnliche zu sein, was wir auch denken. Genau, darauf baut unser Wahlkampf im Moment tatsächlich, glaube ich, größtenteils auf bis zu den zweiten. Und gibt es da noch Aktionen demnächst, wo man mitmachen und kommen kann? Ja, wir haben übermorgen ein Podium mit allen Spitzenkandidaten der Parteien in Norbit. Bis auf die SPD, die kommt bisher nicht. Selbst die FDP und CDU sind da. Ja, sind tatsächlich alle Parteien da, außer der SPD. Das ist auch ein Zeichen. Wahrscheinlich werden wir einen leeren Stuhl auf der Bühne haben. Das war für die Leute, die nicht gekommen sind. Wir sind dieses Wochenende unterwegs. Ne? Also in den bestimmten Bezirken, die wir uns da rausgesucht haben. In Charlottenburg, in Karlshorst. In Marzahn versuchen wir der AfD ein paar Stimmen wegzunehmen, weil da eine reelle Chance besteht, dass die Linken, beziehungsweise der linke Abgeordnete, danach vorne liegt, wenn wir alles richtig machen. Man würde uns noch ein paar Mal auf der Straße sehen, auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ich bin schon so
Und ich würde jetzt auch, wenn du gerade schon geredet hast, zu dieser Welt zurück spielen. Ihr seid ja als Kommission nicht politisch abhängig, trotzdem bestimmen so ein bisschen die Wahlergebnisse und das Wasser, in dem ihr so schwimmt. Und die Frage wäre sozusagen, was du dir oder vielleicht ihr euch als Kommission von der Politik und vielleicht auch von nochmal neu gemischten Karten, nicht zu sehr neu gemischt, also die Koalition soll schon bestehen bleiben, aber neu gemischten Karten erwartet für die Kommissionsarbeit, für eine gute, erfolgreiche Kommissionsarbeit. Ja, die Frage der Grundbuchdaten wurde ja schon angesprochen und ansonsten ja, werden wir jetzt einfach unsere Arbeit, die bisher eigentlich ganz gut funktioniert hat, die Zusammenarbeit in der Kommission fortsetzen und uns erstmal nicht irritieren lassen, aber auch wirklich versuchen, unserem Auftrag gerecht, möglichst bald den Abschlussbericht auch zu schreiben, was aber natürlich auch bedeutet, nämlich, dass man nicht zu große Erwartungen an den Bericht setzen sollte, sondern also wir werden da kein Gesetz schreiben und deshalb ja, ist es wahrscheinlich wirklich wichtig, dass wir bald die Arbeit abschließen, dass dann die Politik die Arbeit aufnehmen kann. Dass sich wahrscheinlich die Politik auch jetzt schon vorbereitet, dann mit euren Ergebnissen was Vernünftiges zu machen. Dann, ja, Elif, du musst Wahlkampf. Wir sind hier schon fast so ein bisschen in der kleinen Abschlussrunde, wenn ich den Blick auf die Zeit sehe. Und jetzt sozusagen die Frage, warum ist es für den Volksentscheid vielleicht, wenn nicht vielleicht, sondern warum ist es wichtig, dass die Linke gut abschneidet in dieser Wahl? Was hängt da dran? Und vielleicht, wie kann man auch euch noch unterstützen? Ja, also genau. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Die Frage ist, ob sich sozusagen ganz groß was verändert. Auch die Grünen haben ja leider immer wieder ein ambivalentes Verhältnis für den Volksentscheid und zur Umsetzung an den Tag gelegt. Die SPD hat, obwohl sie einen Parteitagsbeschluss hat, ja auch an verschiedenen Stellen immer wieder versucht zu blockieren. Und ich denke, dass meine Partei, die ist, die den Volksentscheid, auch wenn es zwischendurch an manchen Sachen Kritik gab, aber die den Volksentscheid mit vollem Herzen und mit vollem Verstand unterstützt und ja auch die Unterschriften mitgesammelt hat und wie auch jetzt an den Haustüren, also du hast gerade gesagt, ich bin gerade auch jeden Tag an Haustüren, Infoständen und wir haben immer auch die Flyer von unserer eigenen Vergesellschaftungskampagne zur Umsetzung des Volksentscheids dabei. Ich spreche auch mit allen Menschen an den Haustüren dazu, weil es wichtig ist, dass das Thema weiter im Bewusstsein bleibt und in der Öffentlichkeit bleibt. Und alle Leute haben ja immer noch die gleichen Probleme. Also es geht immer noch um bezahlbare Mieten. Und da ist eben eine der zentralen Lösungen die Umsetzung des Volksentscheids. Und genau deswegen denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass die Linke ein ganz starkes Ergebnis hat, damit wir da eine gute Verhandlungsposition haben, eine gute Ausgangslage und jetzt endlich wirklich in die Umsetzung kommen. Und wenn ich dann sowas höre wie Franziska Giffey, die sagt, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, es geht hier schließlich um die Umsetzung des demokratischen Willens der Mehrheit der BerlinerInnen, der Mehrheit auch der WählerInnen und viele ja auch, die leider nicht wahlberechtigt sind, die den Volksentscheid sehr unterstützt haben, ist ja mein Thema Wahlrecht für alle. Ich hoffe, da kommen wir auch nochmal irgendwann hin, aber es hat auch so sozusagen gereicht. Und insofern frage ich mich, warum sie kein schlechtes Gewissen hat, irgendwie Spenden von Immobilienhaien wie Primus anzunehmen. Aber wenn es hier um die Umsetzung des WählerInnenwillens geht, schlechtes Gewissen hat. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir ein gutes Ergebnis haben, dass wir wieder irgendwie in eine Position kommen, wo wir darüber verhandeln, bei den Koalitionsverhandlungen, und dass wir dann wirklich in die Umsetzung gehen. Und wenn der Endbericht so ausfällt, und davon gehe ich jetzt erstmal aus, wie es vielleicht auch schon in den Zwischenbericht durchdringt, dann muss es gehen, darum gehen, dass im Senat ein Gesetz erarbeitet wird. Und da stellen wir uns vor, dass es so eine Art Taskforce gibt, wo eben andere Verwaltungen auch beteiligt sind. Da gibt es ja auch viele soziale Fragen, also natürlich Stadtentwicklung, Bau und Wohnen, aber eben Inneres wegen Verfassungsfragen, Finanzen wegen Finanzfragen, aber eben auch Soziales, dass die Verwaltungen da zusammenarbeiten und Gesetz voranbringen, aber ich hier auch bereit, sozusagen an einem Parlamentsgesetz mit zu bearbeiten, wenn das im Senat nicht vorangeht, weil es muss einfach dazu kommen, dass mit den wertvollen Hinweisen, und ich weiß, dass die Kommission kein Gesetz schreiben wird, das müssen wir uns da schon selber die Arbeit machen. Es gibt ja auch schon Vorschläge, aber da müssen wir natürlich auch noch dran arbeiten. Die Initiative hat ja auch was vorgelegt und das alles muss genommen werden und dann müssen wir endlich darum gehen,
das ein Vergesellschaftungsgesetz erarbeitet wird. Und ja, das ist unser Ziel und wir, es wird natürlich immer wieder sozusagen Blockaden auch sicher geben, weil es ja auch im Senat Menschen gibt und wahrscheinlich auch dann noch geben wird, die nicht dafür sind. Und da muss man eben immer dagegen halten und auch in den Verwaltungsebenen sozusagen da durchsetzen und immer wieder Lösungen finden, die auch Hürden übergangen werden. Und wie man uns unterstützen kann, ja klar, unterstützen im Wahlkampf und natürlich am 12. Februar mit allen drei Stimmen die Linke wählen. Und was ich auch noch einen ganz tollen Termin von euch finde, ist ja der Karneval. Den hast du jetzt gar nicht erwähnt, aber das sagst du vielleicht gleich noch, weil da überlege ich nämlich gerade so einen Kinderschminken oder sowas in meinem Wahlkreisbüro noch zu anzubieten oder so, weil ich das eine ganz tolle Sache finde. Genau. Und insofern lasst uns gemeinsam die Vergesellschaftung stark machen, auf die Straße tragen und in den Köpfen der Menschen ist sie schon, aber dass sie sich auch umsetzt in Aktivität zur Unterstützung der Initiative und gerne auch im Wahlkampf, aber genau, ich denke, dass der Ausgang der Wahl doch sehr entscheidend sein wird, wie die Kräfteverhältnisse stehen. Vielen Dank, Elif. Also es ist ein langer Weg, aber es ist auf jeden Fall noch Power da hier. Und das letzte Wort kriegt natürlich die Initiative und wir wollen natürlich jetzt wissen, was das mit dem Karneval ist. Und vielleicht aber auch noch, was ihr euch jetzt auf den letzten Wahlkampfmetern und danach von euren Partnerinnen hier auf der Bühne und auch in der Stadtgesellschaft erwartet und erhofft. Ja, wenn ihr Lust habt, es geht jetzt direkt an alle im Publikum, kommt einfach in die Kiez-Teams. Ihr findet die E-Mail-Adressen auf der Website von DW Enteignen. Und da könnt ihr auch niedrigschwellig rein. Also ihr müsst nicht irgendwas unterschreiben und Mitglied werden, sondern ihr könnt einfach mal zum Plakatieren kommen oder zum Flyern oder zu Ständen. Genau. Und der Karneval findet statt am 4.2. 13 Uhr geht's los am Oranienplatz. Und es wird eine sehr bunte Veranstaltung werden, also mit viel Musik, unter anderem so Blechblaskapellen. Es wird sehr laut und bunt, natürlich in lila, gelb viel. Cheerleading wird es geben. Alles, genau. Also haltet euch den Nachmittag frei und kommt vorbei. Natürlich Glühwein, weil es ist ja immer noch irgendwie so eine sehr winterliche Veranstaltung. Genau. Und wäre cool, wenn du dabei bist mit dem Schminkstand. Also das würde uns sehr freuen. Genau. Ja.